Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mit dieser wunderbaren Feststellung möchte ich alle ganz, ganz herzlich zu dem Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche begrüßen. Das Thema dieser Woche lautete verwandelt durch, und dann gab es mehrere Bezeichnungen oder Titel von Jesus Christus, und heute verwandelt durch den Vollender. Und diesen Gottesdienst feiern wir im Namen unseres Gottes. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die diesjährige Allianz Gebetswoche endet mit diesem Gottesdienst. 30 verschiedene Gottesdienste, Treffen, Gebetstreffen, Frauenfrühstück, Seminar fanden statt in dieser Woche. 30 Veranstaltungen. Über 1200 Menschen haben in dieser Woche unter diesem Namen sich zusammengefunden in den verschiedenen Gemeinden und Werken. Das ist ein großes Zeichen der Einheit unserer Stadt unter den Christen, und das ist ein gutes Zeichen für die Stadt. Gestern hatten wir ein Seminar, auch ein Novum für uns als Allianz, ein Seminar veranstaltet von der Evangelischen Allianz Kiel mit Astrid Eichler, und dort kamen auch 75 Personen zusammen. Auch ein tolles Ergebnis oder eine tolle Zahl, über die wir uns freuen. Die meisten Gemeinden, die sich zur Evangelischen Allianz in Kiel zählen, die lassen heute ihre Gottesdienste nicht ausfallen, sondern haben sie hierher verlegt. Das ist ganz wichtig, dass man das so formuliert, weil kein Gottesdienst ausfallen soll. Deshalb können wir heute Abend Menschen begrüßen aus der Apostelgemeinde, aus den Baptistengemeinden in Kiel und Umgebung, aus der Freien Christengemeinde, aus der Kieler Leuchtturmgemeinde, aus der Methodistengemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde, der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, der Heilsarmee, der Andreasgemeinde, der Leuchtfeuergemeinde in Preetz, der Philippuskirchengemeinde und. Wenn Sie noch nicht aufgezählt wurden, dann fühlen Sie sich trotzdem herzlich willkommen hier bei uns. Wir freuen uns darüber, dass wir in dieser Vielfalt hier Gottesdienst feiern können. Und ganz neu, also so richtig offiziell, ist eine Gemeinde dazugekommen, die in diesem Jahr das erste Mal ihren Gottesdienst hierher verlegt hat. Und das ist die Evangelische Freikirche aus Eckernförde. Euch ein ganz besonderes herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Sie bringen sich gleich ganz gut ein. Die Technik und die Techniker, die stammen schon aus Eckernförde. Vielen Dank, ihr macht das großartig. Wenn so viele Menschen zusammenkommen wie heute hier, und es ist wirklich so voll wie, glaube ich, noch niemals, solange ich hier bin jedenfalls, wenn so viele Menschen aus verschiedenen Kirchen zusammenkommen, dann werden wir in der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, Kompromisse schließen müssen. Die Art der Musik, des Redens, des Betens, der Präsentation, der Lautstärke und sogar der Predigt. Da wird manches anders sein, als wir es von zu Hause, also von unserer Heimatgemeinde, kennen. Und man könnte daran hängen bleiben und sich darüber aufregen, vielleicht. Man könnte sich aber auch darüber freuen, wie andere Gottesdienst feiern und einfach das Verbindende sehen, dass wir nämlich Gott feiern wollen in diesem Gottesdienst. Und das ist das starke Band, das uns hier heute verbindet. Und das lasst uns möglichst auch im Auge behalten. Bei so einem Festgottesdienst, da gibt es immer besondere Gäste. Also alle sind natürlich, aber noch besonders besondere Gäste. Unser Oberbürgermeister musste kurzfristig absagen. Das hat schon eine Tradition, ehrlich gesagt. Also ich hatte schon diverse Zusagen, aber dass wir uns trotzdem über einen Vertreter der Stadt Kiel freuen dürfen, zeigt ja auch, wie wichtig diese Veranstaltung ist für die Stadt. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass der Stadtrat und Sozialdezernent Adolf Martin Möller hier ist. Und wir werden ihn gleich noch in einem Grußwort hören. Schön, dass Sie da sind. Applaus
Die Predigt wird gehalten von der Pastorin und Autorin Astrid Eichler aus Berlin. Und damit wir uns schon ein etwas besseres Bild von ihr machen können, möchte ich Sie mal nach vorne bitten zu einem Kurzinterview. Ist das Mikro an? Ich hoffe, ja, es hört sich schon so an. Gut, Technik ist nicht Ihre... Doch, es stimmt. Kommen wir ruhig ein bisschen hier nach vorne. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht und sie weiß die nicht. Das ist nicht eins dieser abgekaterten Interviews, sie kennt sie wirklich nicht. Wir hatten uns darauf geeinigt. Also, ich lese mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Krankenschwester, Pastorin, Gefängnisseelsorgerin, Buchautorin und jetzt Bundesreferentin von MWAG. Das Thema Verwandlung oder Veränderung scheint dir auf den Leib geschnitten zu sein. Welchen Grund gibt es für diese Wandlung und welche Veränderung war die größte? Also ich bin immer noch dieselbe und das macht Verwandlung möglich, dass ich nicht in einem Identitätskonflikt stehe. Die größte Verwandlung hat mit all diesen Begriffen nichts zu tun, sondern das ist alles gar nicht so schlimm und es hat damit zu tun, dass Gott, glaube ich, er liebt es, mit uns Geschichte zu machen und bunte Geschichten zu schreiben. Und da gehört Verwandlung einfach dazu. Und ich bin selber überrascht, also ich habe das nicht, ich wache nicht morgens auf und zähle mir das auf, was ich bin, sondern ich genieße es einfach so, mit Gott Tag zu Tag unterwegs zu sein. Und da geschieht das einfach so. Ja. Gut. Ich habe es alles aus dem Internet Ja, es ist auch alles die Wahrheit. Also es stimmt, es stimmt. Es ist die Wahrheit. Ich war Krankenschwester. Und, ja, ich meine, falls du es mal nicht mehr weißt, man kann es nachlesen. MWAG, da habe ich zuerst gedacht, das hört sich an wie so ein Energiekonzern. Ja, genau, das ist Absicht. Ist auch ein Energiekonzern. Ja, ja. Ja. Gut, dann ist das ja... Genau. Magst du trotzdem kurz sagen? Was dazu sagen, ja. Also MWAG steht für Es muss was anderes geben. Lebensperspektiven für Singles, Aufbruch zur Gemeinschaft. Wir sind in unserer Kultur weiterhin davon geprägt und gerade auch in christlichen Gemeinden, entweder man ist verheiratet und das ist ja auch eine geniale Idee Gottes, zu heiraten, oder man ist einsam und das ist ein Quark. Also das stimmt einfach nicht. Da gibt es was anderes, nämlich Aufbruch zur Gemeinschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt auch für Singles. Und da sind wir dabei, nach einem Buch von mir bundesweit zu gucken, wie kann das Gestalt gewinnen. Also das kann man im Internet lesen, da findet man dieses Netzwerk, was sich bildet und so. Stimmt. Ist aufregend. mwag.de, ich kann es noch auswendig. Ja. Astrid, was verbindet dich mit dem Norden oder mit Schleswig-Holstein jetzt im Speziellen? Ich komme aus Mecklenburg, ursprünglich. Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen. Und Schleswig-Holstein war ganz nah und unerreichbar. Und von daher, ja, es war so nah, aber es war unerreichbar. Das war die Wirklichkeit meines Lebens, bis ich 31 wurde. Das war also schon eine weite Strecke. Und dass ich jetzt hier in Schleswig-Holstein bin und einfach so hin und her fahre, das ist schon genial. Jetzt rechnen alle, wie alt du bist. Naja, ja, aber genau. Es war auch Absicht. Okay, ich habe hier einen Satz, der hört auf mit weil. Wäre schön, wenn du den vervollständigen könntest. Ja, ja, okay. Schleswig-Holstein ist das schönste Bundesland, weil... Es neben Mecklenburg liegt.